Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den neuen portugiesischen Ministerpräsidenten Luis Montenegro in Berlin empfangen. Er wurde mit militärischen Ehren im Kanzleramt begrüßt. Im Mittelpunkt des anschließenden Treffens standen bilaterale sicherheits- und europapolitische Fragen. Deutschland und Portugal arbeiten gemeinsam daran, die Potenziale Europas zu stärken, zum Beispiel durch den Ausbau der Energieinfrastruktur, insbesondere im Hinblick auf Wasserstoff, schrieb Olaf Scholz auf X.